Nils Jani, Fahrer von Porsche, heute das letzte Rennen von der Saison 6. Deine Rookie-Saison, wenn wir jetzt ein Resümee müssen ziehen vom heutigen Rennen, was ist passiert? Ja, das wüssten wir auch gerne. Gut gewesen nach dem Quali, also ich denke, den Punkt sind wir auf jeden Fall heute. Vor allem nach der gestrigen Pace im Rennen, aber im Rennen heute 3-4 Zehntel langsamer gewesen pro Runde als gestern, obwohl es heute mehr Gummi hat, kühler ist. Aber nicht nur ich, auch der andere war viel langsamer gewesen, also keine Ahnung. Wir haben ein, zwei kleine Änderungen am Setup gemacht, aber auch war das komplett in die falsche Richtung gewesen, aber müssen wir analysieren. Ja, schade. Wie sehr schießt das an im Vergleich zu anderen Motorsportserien? Ist das ein Formel E? Manchmal macht man ein Setup oder irgendetwas an der Software anders und plötzlich geht es völlig raus. Oder man weiß schlicht gar nicht, warum das Auto nicht funktioniert hat. Wie frustrierend ist das als Fahrer, wenn man das Gefühl hat, man kann gar nicht so viel machen eigentlich? Ja gut, man sieht es immer wieder. Also man weiß, dass es in Formel E passiert. Deshalb ist auch das Qualifying so wichtig, dass man dann nochmals vorne bleiben kann. Leider habe ich das nicht ganz geschafft oder haben wir das beide nicht ganz geschafft, heute vorne zu bleiben. Ja, müssen wir analysieren, dass sie auch noch ein Rookie-Lehrplätze zahlen sollen als Timo. Wenn wir so bei den Lehrplätzen sind, beim Rookie-Jahr, was würdest du sagen, was ziehst du mir ein Resümee nach dem allerersten kompletten Jahr in der Formel E? Schwierige Saison. Ich habe mir sicher mehr erhofft, müssen wir klar sagen. Ich bin aber froh, dass wir hier am Schluss doch noch irgendwie etwas gefunden haben. Also nach dem Chassiswechsel, Setup, haben wir halt etwas probiert. Ich weiß nicht, ob das genau ausgemacht hat. Aber seit dem Zeitpunkt bin ich erstens im freien Training immer dabei gewesen, schon, so in den ersten 10 und dann auch zweimal im Qualifying. Also ja, von dem her einen persönlichen Abschluss zu einer sehr schwierigen Saison. Neil, letzte Frage abschließend: wie geht es für dich weiter? Was steht in den nächsten paar Tagen an? Welche Entscheidungen kommen mit deiner Motorsportkarriere? Ja, ich denke, das wird sich jetzt sehr viel entscheiden. Vielleicht hören wir schon morgen mehr, wer weiß. Jedenfalls, ich glaube, in meiner nahen Zukunft, das Autorennen fahren wird ich weiterhin, da habe ich keine Angst. In welcher Serie, das glaube, wird sich bis im September einmal ergeben und dann wissen wir es ganz genau.